Los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Sehen Sie sie auch? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber... Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und Alice hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake, machen Sie schon! Sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche die Waffe. Keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Machen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. So sieht's aus, Mac. Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln. Machen Sie sich bereit. Wir bekämpfen Sie, solange Sie kommen. Herr mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wake. Thank you.
Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sie zurück! Ich bringe Sie um, wenn Sie alles was antun! Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück! Er hatte Alice. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste... Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte. Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand. Böswillig und heimtückisch. Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit. Sie wurden zu etwas anderem, etwas Fremdem. Und nichts war mehr sicher oder unschuldig. Ich hatte nie verstanden, was sie meinte. Bis jetzt. Zurück und mir die nächsten Schritte überlegen.